Und jetzt kann es losgehen. So, und diesmal mit offenen Augen durch die Weltgeschichte rennen. Wir fangen direkt mit einem Schrecken an. Und zwar Mynphilia. Schlimmer kann es ja gar nicht kommen. Hallo Masaki! Alles gut? Schön, dass du zu so später Stunde noch reinschaust. Der Mahlstrom braucht unsere Endlich Hilfe. mal synchronisiert wieder. Neue Informationen über die Kobolde? Ganz genau. Und sie werden euch nicht gefallen. Der Forschungsbericht sagt nichts Gutes. Erzähl schon. Ein Koboldstamm aus Lanosea hat den Primae Titan erneut beschworen. Ach, Titan ist also als nächstes dran, oder was? Wir sollen nun dem Mahlstrom dabei helfen, mit ihm fertig zu werden. Es ist nicht das erste Mal, dass der Mahlstrom und die Kobolde aneinander geraten. Du musst wissen, einige Jahre vor der Gründung des Mahlstroms wurden die Primae Leviathan und Titan nämlich gleichzeitig beschworen. Damals wurden sie vom Heer der Helden unter Merlwibs-Kommando besiegt. Doch schon kurz darauf versammelten sich die wilden Stämme erneut und beide Primae wurden wieder beschworen. Ja, zum Glück nur für eine kurze Zeit, in der sie nicht viel Schaden anrichten konnten. Aber wir haben gesehen, wie schwierig es ist, die Primae aus der Welt zu schaffen, weil sie auf das inbrünstige Flehen ihrer Anhänger hin immer wieder erscheinen. Deshalb hat der Mahlstrom die wilden Stämme genau überwacht, insbesondere die rachsüchtigen Kobolde. Und jetzt ist der Ernstfall eingetreten. Leider wissen wir über Titan viel weniger als über Ifrit. Es gibt kaum Berichte über den Kampf gegen ihn. Und das Heer der Helden wurde vor 5 Jahren aufgelöst. Das wird eine harte Schlacht. Immerhin ist unser Gegner ein Primae. Da müssen wir mit allem rechnen. Selbst die geballte Feuerkraft der Mahlstromflotte könnte nicht ausreichen. Und die Kobolde lassen nicht mit sich reden wie die Sylphen. Sie sind ein verschlagener Haufen. Diesmal ist also weniger dein diplomatisches Geschick, sondern eher deine Kampfkraft gefragt. Dein Leben wird auf dem Spiel stehen. Überlege dir gut, ob du es riskieren willst. Ich habe ja wohl keine Du Wahl, hilfst ja? uns also? Vielen Dank. Yshtola kennt sich in Limsalumensa und mit den Kobolden am besten aus. Minfilia, was meinst du? Ishtola, kannst du mitgehen? Natürlich, das hatte ich vor. Danke, Ishtola. Damit ist alles klar. Los geht's. Du meinst Minfilia. Daddel. Minfilia. Hilfe. Diesmal müssen wir alle unseren Beitrag leisten, um die Mission zu erfüllen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Auf welchem Server warst du nochmal? Shiva. Tankred, Ida, erklärt Gridania und Uldah die Situation Und da. und bittet sie um Unterstützung. Uriangé, du informierst Baldesions Gelehrte und, falls möglich, auch Alfino. Pino. Und du, Papalimo, trag bitte alle auffindbaren Informationen über Titan zusammen. Weitere Details wirst du im Hauptquartier des Mahlstroms erfahren. Brich an. Ja, wir brechen gleich auf. Und sei vorsichtig. Möge das Licht des Kristalls dich leiten. Ja, das war meine Gabel. Die hat einfach meinen Abgang nach unten gemacht. Ich frage mich nur, warum. Also so stark ist der Ventilator eigentlich nicht eingestellt, dass die Gabel runterfallen sollte, aber also, ja, okay. So. Oh, das könnte wieder heiter werden. Ja, einmal verlassen.
Mal hinaus. Ja, verlassen. Und es lädt sich wieder tot. Ah. Na. Diesmal habe ich dich direkt gefunden. Ich bin diesmal nicht an dir vorbeigelaufen. Ist das das Reittier? Oh. Okay, darauf hat sich das Warten gelohnt. Oh, ist das niedlich. Gut. Ich weiß, was ich haben will. Nächste Woche. Oder übernächste Woche. Es funkelt und das glitzert und das ist blau. So, warte, wo muss ich überhaupt hin? Das ist mal so die nächste Frage. Oh. Sind nicht das fette Katzenmount? Ich möchte alle haben, das ist das Problem. Oder fast alle. Ich werde mal gucken, was ich mir... Wenn... Kohle. Diese Katze. Wie meine Katze da einfach mal so rumfliegt. Klick mal die Katze an und mach herbei. Oder? Warte. Warte, wie geht das? Muss ich das so machen? Oder was? Wie funktioniert das? Warte mal. Ich und diese ganze Sache machen, ne? Und dann muss ich dafür einen anderen Fett. Dingens. Kram. Döns. Ja, wie gesagt, das hat eben bei mir nicht funktioniert. Warte. Jetzt! Jetzt hat's funktioniert. Ja. Katze. Ich mache mir nur ein bisschen Sorgen, dass mein Gesicht in dem Flügel-Ding drin ist. Und das Beinchen in meinem Gesicht. Sieht irgendwie ulkig aus. Ah, das Outfit ist mega. Wie gesagt, die Stiefel finde ich geil. Die Stiefel finde ich richtig geil. Ist recht mit dem Latex-Effekt, oder? Yep. Definitiv. Habt ihr die fette Katze schon gesprengt? Nein. Die fette Katze ist immer noch hoch. Das ist alles das Falsche. Nein. Ich um mein Geklicke hier. Die Armee der fetten Katzen. Wir lieben unsere fetten Katzen. Oh, dieses Stümmelbeinchen, dieses Süß. Ja, meine Katze hat eben wieder eine Rolle gemacht. So, Teleport. Nein, Teleport. Oh.
Mein dicker, fetter Kater liegt auch oben und wartet. Mein dicker, fetter Kater wartet auf, dass das Frauchen ins Bettchen kommt. Aber mein Kater ist nicht dick und fett. Er sieht einfach nur plüschig aus. Und bei Maine Coons sind ja diese fetten Viecher. Weil er zwar nur ein Mischling ist, aber er ist ein Maine Coon. So. Ich verlaufe mich zu 100%. Ich und mich hier zurechtfinde. Das ist so... Ja. Ich hasse diese Stadt. Okay, nach da hinten. Es wird langsam. Ich weiß nicht, ob ich den schon harmonisiert habe. Warum lädst du so lange? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich glaube, es kommt durchs, dadurch, dass ich streame. Weil für gewöhnlich geht das relativ schnell. Genauso wie bei Herr der Ringe und Dead by Daylight. Aber sobald ich halt streame, dauert das gefühlte Ewigkeiten. Obwohl mein PC eigentlich echt gut ist. Der macht das eigentlich für gewöhnlich recht gut mit, aber... Ja. CPU oder über die Grafikkarte? Da fragst du mich jetzt was. Kann ich dir sagen. Gleich. Grafikkarte. Ich habe das halt bei mir eingestellt, weil wenn ich es über die CPU mache, dann stockt das Bild. Das habe ich nämlich damals bei meinen Aufnahmen für YouTube gesehen oder gemerkt, dass dann halt das Bild nur noch so ruckartig ist und dann halt so gekrisselt. Deswegen mache ich das über die Grafikkarte. Weil meine CPU dann sagt, will ich nicht. Genauso wie ich auch meine ganzen Videos mittlerweile auf C packen muss und dann von C auf die externe rüberpacken muss, weil sonst dasselbe Problem besteht. Das habe ich allerdings auch erst seit... Gott. Keine Ahnung. Ich glaube, seit einem Jahr das Problem. Vorher war alles in Ordnung, aber aus irgendeinem Grund ging es dann irgendwann nicht mehr. Single-Generation. Gott, da bin ich bei mir total überfragt. Ja, Chicken Dance! So, hier ist das Flottenkommando des Malstroms. Bist du der Beste aller Stadt? Staatlichen Gesellschaften beitreten, da melde dich beim zu. nein, du bist ja die Helferin vom Bund der Morgenröte, die uns Titanen aus dem Weg räumen soll. Der Primae der Kobolde ist plötzlich wieder aufgetaucht, als ob wir sonst keine Probleme hätten. Bisher haben sich die Kobolde ruhig verhalten, aber jetzt verlassen sie anscheinend ihre Höhlen in den Bergen des nördlichen Gomoro und kommen zu uns herunter. Wir haben herausgefunden, dass die Beschwörung von Titan eine riesige Menge von Energie erfordert. Kristallenergie. Dank Leutnant Riki. Hier werde ich unsere Abenteurerin einweisen. Ach, nicht die Kuh schon wieder. Ich mag die nicht. Oh Mann. Lange haben wir uns nicht gesehen, Abenteuerin. Die Kunde von deinem Leistung ist bereits bis zu mir durchgedrungen. Wirklich bemerkenswert.
Die Beseitigung der Primae hat sich zu einer Staatsangelegenheit entwickelt. Deswegen wünscht der Admiral persönlich mit ihr zu sprechen. Shit, gut. Oh Mann. Weh, es kommt gleich noch ein Spinner, dann schrei ich, dann laufe ich weg. Wie du willst, wird Limsa Luminsa von den Saragin und den Kobolden bedrängt. Die Kreaturen aus den Tiefen der See und dem Dunkel der Berghöhen. Dabei hätten wir schon mit der Bekämpfung der Piraterie genug zu tun. So wenig ich mir das eingestehen möchte, unser Stadtstaat ist nach der siebten Katastrophe noch nicht bereit für einen Kampf an so vielen Fronten. Noch dazu, da wir unseren Triumph im Kampf gegen den Primae verloren haben. Das Heer der Helden. Vielleicht ist dir jetzt klar, warum ich den Bund der Morgenröte um Hilfe bitten musste. Ist es nicht seltsam? Wir hatten doch die Abmachung, dass die Schätze des Meeres den Limsern gehören, die Schätze der Berge aber in den Kobolden. Die Kobolde haben sich dann gehalten, aber wir nicht. Wir wollten die Kontrolle über ihre Bodenschätze erlangen. Und sie leisten natürlich Widerstand, mit dem Beistand ihrer Primae ihres Primaen Titan. Jetzt den Bund zu bitten, die Suppe auszulöffeln, die sich Limsa selbst eingebrockt hat, dann macht es sich der Marschstrom ziemlich leicht. Istola, das stimmt doch nicht. Wie kannst du vor dem Admiral so respektlos daherreden? Du siehst, Istola, hat sich einen ungetrübten Blick bewahrt. Gut, ich kann es nicht leugnen. Wir sind am Auftauchen von Titanen nicht ganz unschuldig. Aber was nun? Die Sicherheit des Landes steht auf dem Spiel. Verzeih mir, Admiral. Ich war etwas zu scharf in meinem Urteil. Ja, aber wenn es so stimmt. Titan hat schon begonnen, den Äther aufzusaugen. Im Landesinneren zeichnen sich schon erste Schäden ab. Bald werden wir auch im Limsa Luminsa die Auswirkungen spüren. Ich weiß, dass wir hier viel von dir verlangen. Und darüber hinaus weißt du nun auch noch, dass wir durch unser eigenes Zutun in diese missliche Lage geraten sind, aber... Vielen Dank, du verstehst also und bist bereit, uns zu helfen. Du hast die volle Unterstützung des Malstrubens. Wenn du etwas brauchst, werde ich veranlassen, dass du es bekommst. Tja, das waren noch friedliche Zeiten, als wir Abkommen mit den Kobolden schließen konnten. Jetzt, da sie Titanen beschworen haben, ist es vorbei mit der Diplomatie. Zuerst müssen wir Informationen sammeln. Das Heer der Helden wurde zwar aufgelöst, aber seine ehemaligen Mitglieder müssen noch irgendwo aufzufinden sein. Wo weiß ich auch nicht genau, aber es gibt so ein Gerücht, dass sich einer von ihnen im Windpark Graue Flotte aufhalten soll. Dort werden wir anfangen. Wer weiß, vielleicht ist ja was dran. Ich hab schon wieder Flusen im Mund. Luna wartet da schon wieder geduldig. So. Warte, wo müssen wir hin? Ach du Scheiße. Komm ich da irgendwie... Nein, nicht die Karte verschieben. Nein! Hallo. Natürlich. Das habe ich natürlich nicht harmonisiert. Wie sollte es doch anders sein? Warum sollte ich auch was harmonisieren? Wie komme ich nur zu dieser Annahme? Flugtaxi. Ja, wenn du es so anbietest. Gerne. Also mein Heuschlupfen. Kutsch oder Schokobo. Und das sagst du dir auch so. Das ist mir einerlei. Ah, der fette. Der süße, fette Schokobo. Schokobo Mogri. Gott. So. Ja. Dieses Stummelbeinchen.
Jetzt müsste sich eigentlich Daniel schon wieder aufregen. Oh, ist das süß. Yep, war da? Da. Oh nur die Questreihe. Oh Gott. Du machst mir keine Hoffnung, Luna. Das ist dir bewusst, oder? Ich habe so das Gefühl, dass mich was ganz, ganz Schlimmes erwarten wird. Oder beziehungsweise uns. Ihr leidet ja mit mir. Hoffnung in den FF. Ja, das ist für gewöhnlich eigentlich schon. Wobei, ich glaube, in FF14 ist das Fehlanzeige. Was bringt dem Müller Frohsinn? Ja, der Frohsinn bringt den der Wein. Wer mir meinen Wein nimmt, der soll froh nimmer sein. Wenn du mir noch länger auf den Rücken... Woher weiß er, dass ich ihm auf den Rücken starre? Glotzt, muss ich deine Gräten in die Flügel einer Mühle flechten. Das Heer der Helden suchst du? Gratuliere, du hast es quasi gefunden. Dass du den ganzen Weg hierher gelaufen bist, um mich zu treffen. Naja, gelaufen bin ich nicht. Ich hatte Hilfe. Hier viel Sink, aber... Steht da irgendwas von Hope? Vielleicht? Im Kleingedruckten? So, im ganz, 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 ganz Kleingedruckten vielleicht? Wäre doch möglich. Ich setze mich aufs Dach, das wird dauernd auch scheiße. Aber kein Wunder, schließlich war ich der beste Mann im ganzen Heldenheer. Also Schätzchen, was möchtest du wissen? Gar nichts. Ich möchte gar nichts wissen. Oh Gott. Ich habe so das Gefühl, dass nach dem Gespräch mein Getränk leer sein wird. Hat er vergessen, sich eine Hose anzuziehen? Oder soll das die neue Erfindung eines Borat-Anzugs sein? Shrek in... Borat? Das ist die Hose. Ach komm, nein! Das ist... Alter, das ist ein Borat-Anzug! Ein Borat-Anzug für Shrek. Mit einem... Strohhut? Oh, scheiße. Naja. Nicht mal das Leopardenmuster kann das noch raushauen. Nicht mal das Leopardenmuster. Und Leopardenmuster ist sonst echt gut, aber nein. Einfach nur nein. Gut. Wir lesen einfach. Du willst eine Geschichte aus meiner Zeit beim Heer der Helden hören? Nein. Gib's doch zu. Du interessierst dich doch nur für diesen Primae. Ja, genau. Spur bis dahin vor. Der Primae namens Gigant. Genau der. Gigant. Er hat uns unvorstellbare Opfer abverlangt. In der ganzen Geschichte von Eosea gab es keinen mutigeren Helden als uns. Aber wenn ich mich an den Kampf gegen den Tyrannen erinnere, bekomme sogar ich Gänsehaut. Der Himmel verdunkelte sich, wenn er erschien. Die Erde bebte unter seinen Schritten. Gift und Galle spuckte aus 1000 Mäulern. Und einen Schlag hatte er drauf. Junge, Junge, damit konnte er ganze Berge zu Kieselstein zerbröseln. Aber was ist wer ist behende? Seinen Schlägen ausgewichen und hat ihn zu Fall gebracht? Ein Soldat des Heeres der Helden. Ein einziger. Der große Trachtum. Gigant. Ja. Oh je. Oh je, ich hab Angst. Du hättest seine Tentakel sehen sollen. Dick wie Baumstämme. Ohne Unterlass ließ ich meine Axt kreisen. Da ist die Klinge bis auf den... Was ist das für ein Viech? Hier ist ein ganz komisches Insekt drin. Bitte lass es keine Schnake sein. Oh, bitte lass es keine Schnake sein. Oh, scheiße. Ey, wenn das eine Schnake ist, ne? Ich renne. Wo ist es hin? Okay. Wir konzentrieren uns. Kreisen, als die Klinge bis auf den Schaft abgewetzt war, habe ich sie als Knüppel benutzt. Der ist aber ganz schön von sich selbst überzeugt, oder? Ich dachte, du wolltest meine Heldengeschichte hören. Du willst etwas über den Primae Titan wissen? Titan, genau, meine ich ja.
um mich mal mit der Zeit darauf vorzubereiten. Ich habe versucht, diese Zeit aus meinem Kopf zu löschen. Das ist das Schnake. Eine Schnake ist so ein... so ein riesiges fliegendes Insekt. Ich kann schwer beschreiben. Es ist auf jeden Fall riesig. Es ist riesig, es fliegt und es hat keinen Sinn im Leben. Es hat einfach, das ist ungefähr genauso sinnlos wie eine Mücke. Gut, vielleicht ist es auch eine, ich kann es beschreiben, eine Mücke in groß, was kein Blut saugt. böse Streamerin zu stalken. vielleicht auch das. warte mal. Ich kann das gerade so schwer erklären. Es ist so eine Mückenart, glaube ich. Einmal kurz hier reingucken. Dann weißt du ungefähr, was das Schnake ist. Sie sieht auf jeden Fall aus wie eine übergroße Mücke. Und ist eklig. Und riesig. Und groß. Und gewaltig. Und sie fliegt. Also, Titan. Das ist Flammen. Was? Flammen? Feuer? Was? Was? Flammen? Hä? oder meinst du Flame? Das könnte ich dir nämlich nicht beantworten. oder? Nee, doch. Ist Flame nicht sowas wie beleidigen? Ja, genau das Ding. Ja, aber es ist ekelhaft und das ist riesig. Flame oder... ich weiß gar nicht. Flame? Will jemand lustig machen? Ich weiß es nicht. Also, ich kenne den Begriff, aber ich kann ihn nicht... Ne, ich weiß nicht genau, was er bedeutet. Ich habe den auch seit Jahren nicht mehr gehört, diesen Begriff. Ich wusste gar nicht, dass der überhaupt noch gebräuchlich ist. Ich habe hier nicht umsonst eine elektrische Fliegenklatsche. Oh, die brauche ich auch. Die brauche ich auch. Wir brauchen 3D-Drucker. Dann kopieren wir die einfach. Wenn du mich schon so ausquetschen musst... Dann beweist doch erstmal, dass du meiner Information würdig bist. Hier in der Nähe nisten Dockratten. Wenn du die erledigst, erzähle ich dir mehr von dem Migrant, Titan. Eieieiei. Okay. Ach, da oben sitzt du. Dodos! Es gibt hier Dodos! Nein, es gibt hier Dodos! Hässliche Dodos! Wir haben die voll gerne, aber sie ist sowas von Beratungs... Das ist schon Stinkkampf von ihrer Seite aus. Okay. Windhexagon. Die meine kaufe ich, damit eine Fliege erwische und die sich da drin verhängt, mit dem Strom weiter fließen lassen. Dann riecht es im Zimmer nach verbrannter Fliege. No joke, ich habe damit meine richtig dicke Fliege gejagt. Komm, dann rohre sich in verbrannter Fliege. Stell mir das so ein bisschen eklig vor. Aber auch nur ein bisschen. Aber solange man sie los wird, ist ja alles gut. So, wo sollen jetzt diese... Ah, da. Da ist das Rattennest. Noch nie war mein Fenster so schnell offen. Aber wir haben hier so ekelhafte Stinkwanzen. Und wenn man diese Wanzen halt tötet, also platt macht, mit einem Schuh oder mit einem Tuch oder so, dann stinkt das ganze Haus. Ey, Stinkwanzen sind sowas von ekelhaft. Vor allem, nicht mal die Katzen wollen die Viecher fressen. Die Katzen sehen das Ding und laufen weg.
Die haben nicht mehr Bock auf Insektenjagd, wenn sie das Vieh sehen. Und das will schon was heißen. Wenn eine Katze keinen Bock mehr hat, irgendwie Insekten zu jagen. Ich meine, sie jagen allem hinterher. Nur dieser Stinkwanze nicht. Muss wohl auch verdammt eklig schmecken. Monster kill. Hilfsbedürftige Müllerin. Ja, du bleibst auch weiterhin hilfsbedürftig. Gut, gut. Die Dockratten hättest du also erledigt. Zum Herrn der Helden gehörst du damit aber noch nicht. Oh je. Kaum lässt man seine Arbeit als Dockrattenvernichter mal ein paar Wochen ruhen, schon vermehren sie sich wie die Heuschrecken. Ach, nix. Was? Ich hab was für dich. Okay, was denn?